Meine Damen und Herren, es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass nichts von dem, was wir lieben, Bestand haben wird. Wir wissen, dass am Ende unserer Tage ein Kampf auf uns wartet, der nicht zu gewinnen ist. Ein Schicksal, dem auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht entrinnen werden. Und schon bald nach unserem Tod wird sich niemand mehr daran erinnern können, wer wir waren, worauf wir hofften und wie sehr wir uns darum bemühten, unserem Leben einen halbwegs tragfähigen Sinn zu verleihen. Kaum sind wir fort, wird es so sein, als ob es uns nie gegeben hätte. Das tragische Los des Menschen ist oft beklagt worden. Man denke nur an die berühmten Worte, die William Shakespeare seinem Macbeth in den Mund legt. Das Leben ist nichts als ein wandelnder Schatten, ein armer Schauspieler, der seine Stunde auf der Bühne stolziert und sich quält und dann nicht mehr gehört wird. Es ist eine Geschichte von einem Idioten erzählt, voller Schall und Raserei, ohne Bedeutung. Arthur Schopenhauer formulierte es noch etwas drastischer. Wer sich das irdische Dasein mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten, mit seinen getäuschten Hoffnungen und seinen alle Berechnungen vereitelnden Unfällen vergegenwärtige, der müsse zwangsläufig zu der Überzeugung gelangen, dass gar nichts unseres Strebens, Treibens und Ringens wert sein, dass alle Güter nichtig seien, die Welt an allen Ecken bankrott und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten deckt. Und so sei das Leben der meisten Menschen nichts weiter als ein Zitat. Mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken. Gewiss, nicht jeder wird die Situation des Menschen so düster beurteilen, wie es Schopenhauer, der Großmeister des philosophischen Pessimismus, getan hat. Dennoch lässt sich die fundamentale Tragik der menschlichen Existenz nicht leugnen. Das Universum, in das wir hineingeboren werden, ist offensichtlich nicht darauf angelegt, uns besonders angenehme Rahmenbedingungen zu schaffen. Im Gegenteil, wir sind nicht nur wie alle höheren Lebensformen mit allen erdenklichen Arten des physischen und psychischen Leids konfrontiert, wir wissen zudem auch noch, dass wir diesen Übeln letztlich nicht entgehen können, wie sehr wir uns auch immer anstrengen mögen. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie. Und es grenzt fast schon an ein Wunder, dass die meisten von uns ihr Leben trotz allem so tapfer meistern, ohne den Irrsinn zu verfallen. Will man ein faires Urteil über die Menschheit fällen, so darf man die besonderen Herausforderungen nicht außer Acht lassen, die das Leben an uns stellt. Denn erst vor dem Hintergrund der kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten, von denen Arthur Schopenhauer gesprochen hat, wird verständlich, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mit diesen zugegebenermaßen etwas magenbitteren Worten beginnt das erste Kapitel von Hoffnung Mensch. Worum geht es in dem Buch? Nun, ich versuche aufzuzeigen, dass wir Menschen besser sind, als wir gemeinhin glauben. Dazu lege ich dar, welche fantastische Leistungen die Menschheit in der Wissenschaft, der Philosophie, Kunst und Technik erbracht hat, wie aufopferungsvoll sich viele unserer Artgenossen darum mühten, diese Welt zu einem besseren, einem gerechteren Ort zu machen und mit wie viel Anstand, Würde und Tapferkeit die meisten von uns ihr Leben über die Runden bringen. In gewisser Hinsicht ist Hoffnung Mensch eine Fortsetzung meines vorangegangenen Buchs, keine Macht im Doofen, nur unter umgedrehten Vorzeichen. Thematisierte keine Macht den Doofen die unerträgliche Penetranz menschlicher Dummheit in Geschichte und Gegenwart, handelt Hoffnung Mensch von der heilenden Wirkung menschlicher Klugheit, von der Güte, dem Einfühlungsvermögen, der Kreativität,
durch die sich unsere oft verkannte Spezies eben auch auszeichnet. Denn so seltsam es auch klingen mag, von seiner Veranlagung her ist der Mensch das mitfühlendste, klügste, fantasiebegabteste, humorvollste Tier auf dem gesamten Planeten. Die Menschheit hat Kunstwerke von atemberaubender Schönheit hervorgebracht und raffinierteste Methoden entwickelt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Nie zuvor gab es ein Lebewesen, das sich so aufopferungsvoll um Kranke und Schwache kümmerte, das um unermüdliche Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte, trotz aller Niederlagen. Über die dunkle Seite der Menschheit ist viel geschrieben worden, die Sonnenseite fiel meist unter den Tisch. Und das hat fatale Konsequenzen, denn die Konzentration auf das Negative untergräbt die Basis jedes ernst gemeinten Humanismus, nämlich den Glauben an die Menschheit. Deshalb hatte ich mich entschlossen, auf den großen Menschheitsverriss von Keine Macht den Doofen eine Liebeserklärung an unsere Spezies folgen zu lassen. Hoffnung Mensch ist von daher vor allem auch eine Absage an den Zynismus, der vorauseilend vor der Irrationalität der Welt kapituliert und den eigentlichen Herausforderungen des Menschseins sich gar nicht erst stellen zu müssen. Das Buch ist, wie Sie hier sehen, in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil, die bedrängte Spezies, schildere ich die Grundprobleme der menschlichen Existenz und untersuche, welche Lösungsmöglichkeiten religiöse wie nicht religiöse Weltanschauungen dafür bereitgestellt haben. Im zweiten Teil, die unterschätzte Spezies, zeige ich die bemerkenswerten Fortschritte auf, die die Menschheit im Verlauf der Kulturevolution nicht nur in der Wissenschaft, Technik, Medizin und Kunst, sondern eben auch auf dem Gebiet der Ethik und der Politik erzielt hat. Im dritten Teil wende ich mich den zentralen ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Problemen der Gegenwart zu und erläutere, warum es, wie ich meine, doch starke Anzeichen dafür gibt, dass wir sie in den nächsten Jahrzehnten immer besser in den Griff bekommen werden. Darüber hinaus schlage ich dann am Schluss des Buchs noch einmal den Bogen zum Anfang, indem ich darlege, auf welche fruchtbare Weise, wie ich meine, der evolutionäre Humanismus auf die existenziellen Anforderungen des Menschseins antworten kann. Natürlich kann ich im Rahmen dieser Lesung die vielen Themen und Argumente, die in dem Buch behandelt werden, nicht einmal ansatzweise darstellen, aber ich hoffe, dass Sie zumindest einen kleinen Eindruck davon erhalten werden, worum es in Hoffnung Mensch geht. Wie gesagt, ich beginne das Buch mit einer Schilderung der tragischen Seite unserer Existenz. Das Kapitel Das tragische Tier wird dabei mit einem Grundthema des französischen Existenzialisten Albert Camus eröffnet, nämlich der Erfahrung des Absurden. Eine Erfahrung, die sich aus der Erkenntnis speist, dass der Tod über kurz oder lang jede Bedeutung eliminiert, die wir unserem Leben gegeben haben. Was für uns erheblich war, die Freude, die wir erfahren durften, das Leid, das wir ertragen mussten, die Anstrengungen, die wir auf uns nehmen mussten, all das wird letztlich irrelevant sein. Wozu also noch der Aufwand, der mit dem Leben Tag für Tag verbunden ist, wenn am Ende doch alles für die Katze ist? Diese Frage stellt sich Camus bekanntlich, deswegen sagte er, das einzige ernsthafte Problem der Philosophie ist der Selbstmord im Mythos des Sisyphos. Solange sich die Menschen einbilden konnten, das irdische Leben sei bloß eine Durchgangsstation zu einer höheren Daseinsform, stellte sich die Frage nicht in dieser Dringlichkeit. Denn wer ein Wozu des Lebens hat, kann sich mit nahezu jedem Wie abfinden. Geht dieses Wozu jedoch verloren, rückt das Wie des Lebens in den Vordergrund. Aus dem Schatten des endgültigen Todes tritt somit der Skandal eines Lebens hervor, das nicht hält, was wir uns von ihm versprechen. Von diesem Skandal des Lebens, von den Schmerzen, Ängsten, Verletzungen, Verlusten, unerfüllten Hoffnungen, die wir mit uns herumtragen, handelt der zweite Abschnitt dieses ersten Kapitels. Die Darlegungen zu den Widrigkeiten des Lebens machen klar, dass das Leben auch ohne ständige Konfrontation mit dem Absurden schwer genug ist.
Und das gilt selbst für diejenigen, die eigentlich einen Traumlos in der Lotterie des Lebens gezogen haben, die von schwerwiegenden Krankheiten und Behinderungen verschont bleiben, die in einer liebevollen Familie aufwachsen, die ökonomisch abgesichert sind und sich auch noch in ihrem Berufsleben entfalten können. Wie wir wissen, kommen nur sehr wenige Menschen in den Genuss solch traumhafter Bedingungen. Und genau das ist Thema des dritten Abschnitts dieses ersten Kapitels. Dieser Abschnitt setzt sich mit der Ungerechtigkeit der Welt auseinander. Gerechtigkeit ist ein Maßstab, den wir ethisch denkenden Tiere intuitiv an die Natur anlegen, der aber in der biologischen Evolution keinerlei Rolle spielt. Dass einige Arten aufsteigen, während andere vom Erdboden verschwinden, dass einige Lebewesen sich prächtig entwickeln, während andere ein kurzes, trostloses Dasein fristen, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern resultiert vielmehr aus den blinden Mechanismen der Evolution, die kein Mitleid kennen, keine Gnade, keinen Heilsplan. Diese Ungerechtigkeit der Natur ist eine der verstörendsten Tatsachen, mit denen wir konfrontiert sind, zumal wir sie auch im kulturellen Rahmen nicht wirklich aufheben können. Schlimmer noch, die menschliche Kultur führt häufig sogar zu einer weiteren Verschärfung dieses Problems. Die Menschen starten eben nicht nur biologisch, sondern auch kulturell unter höchst ungleichen Bedingungen ins Leben. So, als würde man bei einem 100-Meter-Lauf dem einen 70 Meter Vorsprung gewähren und dem anderen zusätzlich noch Steine in den Weg legen. Besonders auffällig ist es im Fall der absoluten Armut. Das ist die große, durch nichts zu rechtfertigende Schande unserer Spezies, dass Abermillionen Kinder weltweit von Geburt an zu einem Leben verurteilt sind, das ihnen nur Hunger, Krankheit, Gewalt und einen frühen Tod bringen. Doch selbst wenn wir diesen Skandal aller Skandale außer Acht lassen für einen Moment und den Blick nur auf die wohlhabenden Gesellschaften richten, wird uns schmerzhaft bewusst, wie ungleich die Karten von Anfang an verteilt sind. Solange die Menschen glauben konnten, dass die Ungerechtigkeit auf Erden durch eine höhere, eine jenseitige Gerechtigkeit aufgehoben würde, stellte sich auch dieses Gerechtigkeitsproblem nicht in dieser Schärfe. Gehen wir doch davon aus, dass das Leben des Menschen endlich ist, müssen wir uns der verstörenden Tatsache stellen, dass mit dem Tod auch die Ungerechtigkeit der Welt in der Regel das letzte Wort haben wird. Eine Vorstellung, die nur sehr schwer zu ertragen ist. Kein Wunder also, dass sich Abermillionen Menschen weltweit an die Rettungsringe des Glaubens klammern. Auch wenn aus ihnen, diesen Rettungsringen, objektiv betrachtet, längst alle Luft entwichen ist. Wohl ahnen es viele, dass sie sich mit Hilfe dieser metaphysischen Rettungsringe nicht über Wasser halten können. Doch nur wenige gestehen es sich ein. Zu groß ist die Angst, loslassen zu müssen und im Existenzstrudel ganz auf sich alleine gestellt zu sein. Mit diesem Thema befasst sich der letzte Abschnitt des ersten Kapitels, dessen Überschrift der Seufzer der bedrängten Kreatur einem berühmten Karl-Marx-Zitat entnommen ist. Viele von Ihnen werden dieses Zitat sicherlich kennen. Ich möchte es dennoch kurz vortragen, da es sehr häufig und gerade in religionskritischen Kreisen sehr einseitig ausgelegt wird. Die Religion, so schrieb Karl Marx 1844, ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Man sieht leicht, dass in diesen berühmten Zeilen nicht nur eine Kritik am illusorischen Charakter der religiösen Heilserzählung zum Ausdruck kommt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die existenziellen Nöte, aus denen heraus der Glaube geboren wird. Wer diesen Aspekt ignoriert, der verkennt die Gründe, warum sich so viele Menschen weltweit ein Leben ohne Religion gar nicht vorstellen können. Denn Religion dient nicht zur Betäubung, nicht nur zur Betäubung des Daseinsschmerzes oder zur Rechtfertigung des sozialen Elends. In der Religion äußert sich auch der ohnmächtige Protest gegen eine Welt, die so, wie sie ist, nicht sein soll. Wenn man so will, ist das der humane Kern der Religion.
In dem Abschnitt zeige ich auf, wie Hinduismus und Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam auf die existenziellen Probleme des Menschseins reagiert haben. Das heißt, welche Antworten diese Religionen gefunden haben auf die Erfahrung des Absurden, auf die Widrigkeiten des Lebens und auch auf die Ungerechtigkeit der Welt. Natürlich halten diese religiösen Lösungsversuche, die auf einer sehr viel früheren Entwicklungsstufe der Menschheit entstanden sind, einer kritischen Prüfung im 21. Jahrhundert nicht mehr stand. Aber wir müssen diese Lösungsversuche trotzdem ernst nehmen. Warum? Nun, weil nur die allerwenigsten Menschen bereit sind, trostlose Wahrheiten an die Stelle hoffnungsvoller Illusionen zu setzen. Für die meisten wird ein Leben jenseits der althergebrachten religiösen Illusionen erst dann attraktiv erscheinen, wenn dieses Leben mehr verspricht als bloße Vernünftigkeit, nämlich Hoffnung und Geborgenheit. Doch ist das im Rahmen eines diesseitigen, eines humanistischen Modells überhaupt möglich und ist dieses Modell attraktiv genug, um mit diesen alten religiösen Modellen zu konkurrieren? Und falls ja, besteht dann nicht die Gefahr, dass der Humanismus selbst zu einer Heilslehre entartet, die sich über die realen Interessen der Menschen ähnlich erbarmungslos hinwegsetzt, wie es die klassischen Religionen allzu häufig schon getan haben? Muss es vielleicht zwangsläufig zu solchen degenerativen Erscheinungen kommen, weil die Mehrheit der Menschen gar nicht dazu bereit ist, ein freies, ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Scheitert das humanistische Projekt, also womöglich an der Natur des Menschen, die eine nachhaltige Befreiung von Ideologien, von Illusionen gar nicht zulässt? Mit dieser Frage beschäftigt sich das zweite Kapitel des Buchs. Und aus diesem zweiten Kapitel möchte ich nun aus der einleitenden Passage einen kurzen Auszug vortragen. Vor einigen Jahren fand ich in einer Tageszeitung eine kurze Notiz, die von den Erlebnissen eines US-Amerikaners erzählte, der sich und der Welt beweisen wollte, dass der Mensch von Grund auf gut sei. Er hatte sich vorgenommen, hunderte von Kilometern zu marschieren, nur mit dem Notwendigsten ausgerüstet, in der Hoffnung, dass er auf Artgenossen träfe, die ihm bereitwillig unter die Arme greifen würden. Da die lokalen Medien recht ausführlich über das hoffnungsvolle Anliegen des guten Mannes berichteten, wurde ihm beim Start ein fröhlich jubelndes Publikum beschert. Kaum aber hatte er die Stadtgrenze erreicht, erlebte er sein blaues Wunder. Es begann damit, dass ein Wagen neben ihm hielt. Die beiden Insassen fragten ihn, ob er der Mann sei, der beweisen wolle, dass die Menschheit gut sei. Der ahnungslose Menschenfreund bejahte die Frage und womöglich hoffte er insgeheim ein paar aufmunternde Worte oder eine kleine Weggabe zu erhalten. Doch weit gefehlt. Die beiden Männer sprangen aus dem Wagen, schlugen unseren Helden nach Leibeskräften zusammen, beraubten ihn all seiner Habseligkeiten und warfen ihn anschließend als letzten Gipfel der Boshaftigkeit über die Brücke in den mehrere Meter darunter liegenden Fluss. Glücklicherweise kam der amerikanische Menschenfreund letztlich doch noch mit einem blauen Auge davon. Passanten entdeckten ihn wenig später, leisteten erste Hilfe und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er sich allmählich von den Strapazen seines gescheiterten Experiments erholte. Wie lautet die Moral von der Geschichte? Sollen wir davon ausgehen, dass der Mensch im Kern eine Bestie ist, der man nicht ungestraft über den Weg trauen darf? Nun, eine solche Interpretation wäre zweifellos verkürzt, denn sie ignoriert die Hilfeleistungen, die dem verletzten Menschenfreund eben auch zuteil wurden. Lernen kann man aus der Anekdote jedoch, dass man mit einem blauäugigen Humanismus, der die Realitäten verkennt, nicht allzu weit kommen wird. Denn die Natur ist kein Wunschkonzert. Der Mensch wird nicht gut, freundlich, hilfsbereit, wahlweise auch gottesfürchtig, asketisch, monogam, nur weil wir das ihm erhoffen. Gehen wir von falschen anthropologischen Voraussetzungen aus, werden unsere Pläne zwangsläufig scheitern. Wir benötigen daher eine realistische Sicht auf den Menschen, auch wenn uns das Spiegelbild, das uns die Forscher für die Nase halten, nicht immer gefallen mag.
Da jede Weltanschauung ein eigenes Bild vom Menschen zeichnet, ist kaum ein Gebiet der Wissenschaft ideologisch so hart umkämpft wie das der Anthropologie, der Lehre vom Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darum bemühen, der Frage nach dem Wesen des Menschen vorurteilsfrei zu begegnen. Ein solcher vorurteilsfreier Blick fällt nicht nur streng religiösen Menschen schwer, auch nicht religiöse Humanisten haben ihre Liegenot damit, all die narzisstischen Kränkungen zu verkraften, die die wissenschaftliche Forschung der menschlichen Selbstverliebtheit zugefügt hat. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Aufhebung der sakrosanten Trennlinie dar, die der klassische Humanismus zwischen Mensch und Tier gezogen hat. Schon Cicero, der Urvater des Humanismus, hatte die besondere Würde des Menschen in scharfer Abgrenzung zum Tier begründet. Doch eben diese Grenzziehung wurde im Zuge der evolutionsbiologischen Forschung zunehmend hinfällig. Genau das belege ich dann auch in dem Abschnitt Der nackte Affe. Da gehe ich unter anderem auf die häufig verdrängte Tatsache ein, dass wir Menschen mit den Schimpansen enger verwandt sind als diese mit den Gorillas. Wenn man also die Familie der Menschenaffen unbedingt in Unterfamilien aufteilen möchte, dann müssten wir Menschen und auch die Schimpansen und Bonobos zum einen Teil der Verwandtschaft gezählt werden und Gorillas und Orang-Utans zum anderen. Wie aber erklären wir uns bei der engen genetischen Verwandtschaft von Menschen und Schimpanse, dass sich diese beiden Primatenspezies letztlich doch in so unterschiedliche Richtungen entwickelt haben? Mit dieser Frage setzt sich der nachfolgende Abschnitt auseinander, der die Wurzeln der menschlichen Kultur beleuchtet. In diesem Abschnitt gehe ich unter anderem auf eine bemerkenswerte Studie ein, von der Sie hier einige Bilder sehen. In dieser Studie wurden Schimpansen und Menschenkinder mit einer Box konfrontiert, die eine kleine Leckerei enthielt. Im ersten Teil des Experiments war diese Box, wie Sie sehen, undurchsichtig, es war eine Blackbox, sodass der Mechanismus des Apparats von außen nicht zu erkennen war. Die Versuchsleiter brachten den Menschenkindern und den Schimpansenkindern eine Reihe von Verhaltensweisen bei, die Sie hier sehen, mit der sie dann diese Leckerei erhaschen konnten. So mussten sie mit einem Stab mal links, mal rechts klopfen, einen Riegel oben an der Oberseite der Box beiseite schieben, den Stab von oben einführen und dann eine kleine Klappe am unteren Teil öffnen, woraufhin sie ihre Belohnung aus dieser Blackbox holen konnten. Wie Sie hier sehen, haben Menschen und Schimpansenkinder diese Aufgabe ähnlich gut bewältigt. Das fällt hier auch schon ein bisschen auf, dass die Menschenkinder das etwas exakter machen mit dem Kopieren, aber ansonsten ist das nicht besonders beeindruckend. Beeindruckend ist der zweite Teil dieses Versuchs, den wir jetzt sehen. Denn im zweiten Teil des Versuchs ist diese Box keine Blackbox, es ist eine durchsichtige Box. Das heißt, man kann von außen genau erkennen, wie dieser Apparat aufgebaut ist. Und wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich, dass alle Verhaltensweisen, die auf den oberen Teil herausgezogen sind, überhaupt keinen Sinn machen. Man kann also sofort unten die Leckerei rausziehen. Die Schimpansen schauen sich das jetzt an. Und clever wie sie sind, holen sich die Leckerei raus. Gut, so war es bei den Schimpansen. Wie war es bei den Menschenkindern? Das war die große Frage und das ist das Erstaunliche des Versuchs. Ja, man sieht es hier, die Menschenkinder halten alle Verhaltensweisen bei, die man ihnen beigebracht hat, obwohl sie völlig unsinnig sind. Ja, weshalb sie, und zwar bei Kindern aller Erdteile, aller Kulturen, wodurch sie sehr viel später erst als die Schimpansen in den Genuss dieser Belohnung kommen. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Zeigt der Versuch, dass Schimpansen cleverer, smarter mit solchen Problemen umgehen können als wir Menschen? Wäre ein Ding. Ja, das zeigt der Versuch, aber das ist eigentlich nicht das Interessante an dem Versuch, weswegen ich ihn hier vorstelle. Das Interessante ist, dass gerade die pragmatische Cleverness der Schimpansen der Weiterentwicklung ihrer Kulturen im Wege stand und auch heute noch steht. Umgekehrt bildet gerade die Bereitschaft des Menschen, nahezu alles, auch das offenkundig Sinnlose, noch nachzuahmen,
die Grundlage für den Höhenflug der menschlichen Kulturrevolution. Also wir haben hier in diesem Versuch einen ganz wesentlichen Unterschied gesehen zwischen dem, was Schimpansen machen und was Menschen machen. Und das ist auch der Unterschied, warum menschliche Kulturen so anders aussehen. Man sieht das sehr schön an der Entwicklung unserer Kinder. Würden sie nicht von sich aus versuchen, Laute zu imitieren, deren Sinn sie gar nicht verstehen, könnten sie niemals eine Sprache erlernen. Und ohne die Fähigkeit des Sprechens wäre die Menschheitsgeschichte komplett anders verlaufen. Also das ist die Besonderheit des Menschen. Die Evolution machte uns zu dem Affen, der nicht bloß am besten nachäffen kann, sondern der geradezu zwanghaft nachäffen muss. Wir sind darauf konditioniert, zu imitieren. Wir können nicht mehr so einen Weitspringer im Fernsehen gucken, ohne dass ein Teil von uns immer mitspringt. Das zeichnet uns Menschen aus. Und genau das ermöglichte die Dynamik der menschlichen Kulturevolution. Warum? Weil kulturelle Evolution per Definition auf der sozialen Weitergabe von Lernerfahrungen beruht. Und eine Spezies, die nur bereits biologisch darauf geeicht ist, soziale Verhaltensweisen nachzuahmen, hier besondere Vorteile hat. Die Vorteile zeigen sich aber natürlich nicht am Anfang einer solchen Kulturevolution oder nur sehr mäßig. Die werden umso stärker, je mehr es gibt, was ich nachahmen kann. Ja, deswegen haben wir in der Menschheitsgeschichte eine solche Dynamik. Ja, am Anfang sind die Unterschiede, also bei unseren Vorfahren vor 4 Millionen Jahren, sind die Unterschiede zwischen Schimpansen noch nicht gewaltig. Aber heute sind sie so gewaltig. Am Anfang verlief die menschliche Kulturevolution sehr langsam. Es gab wirklich wenig Innovation. Man kann sich das anschauen an der Entwicklung von Faustkeilen. Da hat sich über Jahrmillionen fast nichts verändert. Es verändert sich aber natürlich dann etwas sehr Gravierendes vor einigen hunderttausend Jahren mit der Entstehung von Protosprachen. Aber einen richtigen Schub, nochmal, einen ganz wichtigen Schub, erfährt die Kulturevolution des Menschen erst vor 6000 Jahren, nämlich mit der Entstehung der ersten Schriftsysteme, mit deren Hilfe man die Erfahrung ganzer Generationen speichern und weitergeben kann. Und ist ein solches effektives Medium wie die Schriftsprache erst erfunden, so führt das zu großen politischen, sozialen, gesellschaftlichen Veränderungen. Und es führt vor allen Dingen auch zur Entwicklung neuer Medien, die ihrerseits die Zyklen des Wandels beschleunigen. So dauerte es von der Entstehung der ersten Schriftsysteme bis zur Erfindung des Buchdrucks Jahrtausende, von der Gutenberg-Bibel bis zur Entstehung der audiovisuellen Massenmedien Jahrhunderte, vom Siegeszug des Radios und Fernsehens zum Internet nur noch Jahrzehnte. Gerade in den letzten 100 Jahren der Mediengesellschaft hat die kulturelle Evolution eine noch nie dagewesene Dynamik entfaltet. Niemals zuvor hat sich die Welt in einem solch atemberaubenden Tempo gewandelt wie in unseren Tagen. Für die Denker der Antike war das selbstverständlich nicht im entferntesten vorstellbar, in welche Richtung sich die kulturelle Evolution der Menschheit einmal entwickeln würde, wohl aber war schon ihnen bewusst, dass der Mensch seine Potenziale erst im kulturellen Kontext voll entfalten kann. Im klassischen Humanismus, hier sieht man Cicero, ich widme ihm auch einen eigenen Abschnitt, im klassischen Humanismus führte das zu der Auffassung, dass nur der kultivierte Mensch ein wahrer Mensch sei. Diese Haltung war zwiespältig, also zwiespältige Folgen. Einerseits rückte sie den Menschen als aktiven Gestalter der Welt in den Mittelpunkt, etwas, was so in den fatalistischen Denksystemen nicht der Fall war, in den religiösen Denksystemen in der Regel auch nicht so der Fall war. Es gab dem Menschen auch eine gewisse Würde, ja, das zeichnete auch die Dynamik der antiken Kulturen der Römer und Griechen aus und auch dann nach dem Mittelalter noch einmal die Renaissancezeit und die Aufklärung in Deutschland und in Europa. Das ist der positive Aspekt. Der negative Aspekt ist aber mindestens genauso bedeutsam. Dadurch, dass man dachte, dass nur der kultivierte Mensch, und natürlich der kultivierte Mensch im Sinne der europäischen Denkungsart, ein wahrer Mensch sei, führte das natürlich zu einer Abwertung ganzer Völker und Bevölkerungsgruppen, die eben nicht als wahre Menschen galten, sondern eben als Barbaren oder als Primitive. Und natürlich hatte diese Vorstellung, diese Grundsetzung des klassischen Humanismus auch einen Gegensatz zur Folge zwischen Kultur und Natur, zwischen Mensch und Tier und auch zwischen Körper und Geist. Dualismen, die verheerende Konsequenzen in der europäischen Geschichte hatten.
Und all diese Probleme, die mit dem klassischen Verständnis von Humanismus behaftet waren, die führten eben dazu, dass man im 20. Jahrhundert neue Formen von Humanismus entwickeln musste. Und eine dieser Formen, die sich damals entwickelte, ist eben dieser evolutionäre Humanismus, für den ich in dem Buch auch plädiere. Ich beschreibe ihn im Abschnitt Huxleys Alternative, denn der evolutionäre Humanismus wurde eben geprägt von Julian Huxley, der einer der bedeutendsten Evolutionsbiologen des 20. Jahrhunderts war. Der war wesentlich daran beteiligt, an der Entwicklung der modernen Evolutionstheorie, die ja weniger, also das, was wir uns heute unter Evolution vorstellen, geht weniger in vielen Teilen auf Darwin zurück, als auf das, was die Forscher dann in den 30er, 40er Jahren daraus machten. Also Huxley zählte zu diesen berühmten synthetischen Evolutionsbiologen. Und er war gleichzeitig, und das macht ihn besonders spannend, er war der erste Generaldirektor der UNESCO, der auch der UNESCO das Konzept gab. Also bevor Huxley da einging, war die UNESCO auch noch keine UNESCO, sondern nur die UNECO, weil man die Wissenschaft vergessen hatte. Das S wurde dann dank Huxley eingeführt. Und Huxley hat ein Konzept entwickelt für die Weltorganisation für Bildung und Erziehung und Wissenschaft. Und dieses Konzept konnte sich ja nicht auf irgendeine Tradition, nicht auf eine religiöse Tradition und nicht auf eine spezielle philosophische Tradition beziehen. Und deswegen hat er versucht, eben ein Rahmenkonzept zu entwickeln, das er evolutionären Humanismus nannte. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass es, wie ich meine, Hoffnung jenseits der Illusion verspricht. Denn der evolutionäre Humanismus beruht nicht auf klassischen Glaubenssätzen, etwa dem religiösen Glauben an die Wirkmacht der Götter. Eine Wirkmacht, die man zu keinem Zeitpunkt der Geschichte feststellen konnte. Beruht auch nicht auf dem klassischen humanistischen Glauben an die Segnungen der griechisch-römischen Kultur. Ja, das war auch so eine Vorstellung, dass man quasi, wenn man griechisch und latein paukt, dass man ein Humanist wird und sich von so einer tierischen Natur befreien kann. Auch das war ein Trugschluss und auch der sozialistisch-humanistische Glauben an die Diktatur des Proletariats, die alle Formen der Ausbildung, der Ausbeutung beseitigen sollte, war auch ein Trugschluss. Das hat eben de facto nur zu anderen, nicht minderschrecklichen Formen von Ausbeutung geführt. Der evolutionäre Humanismus beruht eben nicht, oder dieser Glaube des evolutionären Humanismus, eben nicht auf derartigen Illusionen, sondern auf einer empirischen Tatsache, nämlich der Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Der gesamte zweite Teil des Buchs ist der Aufgabe gewidmet, diesen Glauben an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen argumentativ zu untermauern. So zeige ich dann im dritten Kapitel das kluge Tier auf, wie die Menschheit allmählich die Begrenzung ihrer ursprünglichen ökologischen Nische verlassen hat, wie sie in die Welt des Mikro- und des Makrokosmos eingedrungen ist, wie sie die Rätsel über den Ursprung des Lebens und die Evolution von Sein und Bewusstsein zunehmend lüftet. Könnte man den Urvater der wissenschaftlichen Forschung, Aristoteles, in unsere Zeit transportieren, käme er wohl aus dem Staunen nicht mehr heraus, angesichts der unzähligen spektakulären Dinge, die die Menschheit in der Zwischenzeit über die Struktur des Universums herausgefunden hat. Wahrscheinlich würde sich Aristoteles über einen anderen Aspekt des Fortschritts sogar noch mehr wundern, nämlich über die technologische Entwicklung der letzten 2000 Jahre. Ein antiker Grieche, so ist zu vermuten, würde sich über das rätselhafte Verhalten des Higgs-Teilchens, über das sich Physiker sogar unterhalten, wahrscheinlich viel weniger wundern, als über den Anblick eines schnöden Farbfernsehers. Deshalb zeichne ich dann im vierten Kapitel auch diese bemerkenswerte Fortschrittsgeschichte auf, also diese Entwicklung vom Faustkeil zum Smartphone. Zudem gehe ich da auch auf die Geschichte der Medizin ein, die im Wesentlichen auch eine technologische Geschichte ist. Eine Geschichte, die streckenweise äußerst dramatisch verlaufen ist, die mit unglaublichen Irrtümern und Fehlern behaftet war und Skandalen, aber auch eine Geschichte, ohne deren Erfolg wir heute ein völlig anderes Leben führen würden und viele von uns wohl längst schon gestorben. Kapitel 5, das sinnliche Tier, ist der Wunderwelt der Kunst gewidmet. Auch auf diesem Gebiet hat die Menschheit Erstaunliches zur Wege gebracht
Und dabei ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass die Kunst eben nicht irgendwie eine Luxusveranstaltung ist, eine zweckfreie, lebenspraktisch unbedeutsame Luxusveranstaltung, sondern dass Kunst eine Kraft ist, die die Evolution der Menschheit ganz wesentlich geprägt hat, die wesentlich für unser Leben und Überleben verantwortlich war. Ohne Kunst, das lege ich dann auch in verschiedenen Punkten dar, könnte das sinnliche Tier Mensch gar nicht überleben. Zumindest nicht in komplexen Gesellschaften, die ein hohes Maß an sozialer Verständigung bedürfen. Ja, Kapitel 6 ist dann diesem großen Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit gewidmet, den die Menschheit im Prozess der Zivilisation geführt hat. Ich gehe auf verschiedene Emanzipationsbewegungen ein. Vorher erläutere ich aber zunächst die Ursachen, die dann überhaupt dazu geführt haben, dass wir Menschen zu den empathischsten Lebewesen auf diesem Planeten wurden. Und ich erkläre auch, warum gerade die besondere Befähigung des Menschen zum Mitgefühl, Mitgefühl mit dem Nächsten in der Regel, den Hass gegenüber dem Fernsten, dem Nichtgruppenmitglied, verschärft hat. Aber auch auf diesem Gebiet gibt es Hoffnung. Und zwar, weil man feststellen kann, dass sich die einst sehr engen Empathiegrenzen der Menschen im Prozess der Zivilisation kontinuierlich erweitert haben. Zunächst galt Mitgefühl ganz selbstverständlich nur den Mitgliedern der eigenen Horde, später der eigenen Ethnie, der eigenen Religion oder Nation. Mit der UN-Menschenrechtserklärung im 20. Jahrhundert zumindest auf dem Papier allen Menschen. Mittlerweile sind wir dabei, auch diese Grenze zu überwinden und allen leidensfähigen Tieren Rechte einzuräumen. Viele Menschen kommen heute gar nicht mehr auf die Idee, andere aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Weltanschauung oder ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Das ist ein bemerkenswerter ethischer Fortschritt, den wir nicht kleinreden sollten, auch wenn er, wie wir alle wissen, längst noch nicht überall angekommen ist. Ja, eigentlich wäre hier ist dieser vier Kapitel des zweiten Teils einen eigenen Vortrag wert, kann ich hier nicht machen, aber die Quintessenz will ich wenigstens darstellen, die Quintessenz dieser Best-of-Menschheit-Hitliste, die ich da in diesem zweiten Teil aufzeige. Die Quintessenz lautet, dass wir, und das gilt natürlich insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger der modernen Wissenschaftsgesellschaften, dass wir heute in fast jeder Hinsicht besser dastehen als die Menschen vergangener Zeiten. Und es wäre völlig absurd zu glauben, dass mit dem gegenwärtigen Stand der Zivilisation die Entwicklungspotenziale der Menschheit bereits ausgereizt werden. Im Gegenteil, wir sollten davon ausgehen, dass die Menschheit in der Wissenschaft, Technologie, Medizin, Kunst, Ethik, Politik in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten ein Entwicklungsniveau potenziell erreichen kann, das so weit von unseren heutigen Möglichkeiten entfernt ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Diese unausgeschöpften Potenziale müssen wir unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn wir die gravierenden Probleme in den Blick nehmen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist. Und genau das macht dann der letzte Teil des Buchs. Im Kapitel 7, Quo Vadis Menschheit, gehe ich sehr kurz, aber doch möglichst umfassend, auf 10 wesentliche Aspekte ein. Auf ökologische Zerstörung, auf ökonomische Fehlentwicklung, auf Demokratiedefizite, Korruption, Kriminalität, kriegerische Auseinandersetzungen, Gruppenideologien, auf Armut und soziale Ungleichheit, auf Krankheiten, Seuchen, Bevölkerungswachstum, unzulängliche Bildungssysteme und so weiter. Diese verschiedenen Symptome der gegenwärtigen Weltlage sind im höchsten Maße miteinander systemisch verknüpft. Werde ich aber jetzt nicht darstellen. Interessanterweise habe ich bereits vor über 20 Jahren, als ich mit Robert Jung zusammenarbeitete, meine ähnliche Liste der zentralen Probleme aufgestellt. Da hat sich also an den grundlegenden Problemen sehr wenig verändert, aber auf den jeweiligen Feldern hat sich viel verändert. Und das habe ich auch versucht im Buch darzustellen, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat. Nun neigen wir Menschen ja dazu, negative Nachrichten sehr viel stärker wahrzunehmen als positive. Daher mag es vielleicht den einen oder anderen erstaunen, dass auf diesen Problemfeldern im Großen und Ganzen in den letzten beiden Jahrzehnten eher positive als negative Entwicklungen stattgefunden haben. Nur einige Beispiele.
Die Zahl bewaffneter Konflikte hat sich seit 1990 mehr als halbiert. Gab es 1992 noch 55 Kriege weltweit, waren es 2012 nur 24. Die Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren ist im gleichen Zeitraum, also seit 1990, um 41% gesunken. Der Anteil der chronisch unterernährten Menschen von 23,2 auf 14,9% trotz der gestiegenen Bevölkerung. Zudem haben seit 1990 2,1 Milliarden Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten, womit der Anteil derjenigen, die in diesen Genuss kommen, von 76 auf 89% der Weltbevölkerung gewachsen ist. Darüber hinaus wurden verbesserte sanitäre Einrichtungen für 1,9 Milliarden Menschen geschaffen. Das sind also nur ganz wenige Beispiele dafür, welche bemerkenswerte Fortschritte es doch in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Fortschritte, die aber in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Dass es diese Erfolge gegeben hat, heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann, zufrieden. Im Gegenteil, wir müssen uns natürlich weiter anstrengen und vor allen Dingen auf drei Gebieten. Wir brauchen eine rationale, eine faire Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wir müssen intelligentere Technologien entwickeln und wir müssen auch unsere Perspektive verändern, weg von den kulturellen Normierungen auf eine Gruppe hin zu einer transkulturellen, einer humanistischen Perspektive. Ganz kurz werde ich jetzt auf die einzelnen Punkte eingehen, das sind jetzt aber nur Stichworte. Der erste Punkt ist insofern wichtig, weil das das Gebiet ist, in dem sich in den letzten 20 Jahren eher negative Entwicklungen aufgetan haben. Also während in den meisten Fällen, es gibt weniger Menschen, die heute verhungern, als noch vor 20 Jahren. Und trotzdem ist die soziale Ungleichheit in Dimensionen gewachsen, die man sich kaum vorstellen kann. Nach einer UN-Studie besitzen die reichsten 10% der Weltbevölkerung 85% des globalen Vermögens, während die ärmere Hälfte der Menschen zusammen gerade einmal auf 1% des Vermögens zurückgreifen kann. Noch deutlicher werden die Ausmaße dieser Ungleichheit, wenn man sich eben auf den Finanzsektor speziell konzentriert und dabei neben dem offiziellen Vermögen auch das in Steuerparadiesen geparkte Offshore-Kapital mit einbezieht. In Schätzungen des Tax Justice Network zufolge besitzten die reichsten 0,001% der Weltbevölkerung, das sind etwa 90.000 Personen, 30,3% dieser weltweiten Finanzressourcen. Die reichsten 0,011%, das ist etwa ein Drittel der Einwohnerzahl Berlins, über die Hälfte aller weltweiten Finanzressourcen, die reichsten 0,14%, das Dreifache. Bisschen weniger als die Einwohnerzahl Berlins. Diese reichsten 0,14% der Weltbevölkerung besitzen 81,3% des gesamten globalen Kapitals. Alle anderen, immerhin 99,86% der Weltbevölkerung, müssen sich mit den restlichen 18,7% dieser Finanzressourcen begnügen. Was besonders verstörend daran ist, dass zu dieser Gruppe der extra super super Reichen einige der ärmsten, also der Menschen, einige Menschen gehören, die aus den allerärmsten Ländern der Welt stammen. Also diese ärmsten Länder der Welt haben ein Schuldenniveau in Höhe von ungefähr 2,9 Billionen US-Dollar beim Westen angesammelt. Im Osten, wenn ich dann mit dazu zieht. Das Interessante ist, dass die reichen Bürger dieser ärmsten Länder der Welt ein Vermögen horten von 10 Billionen US-Dollar, die sie eben auch im reichen Westen in den Industrienationen angelegt haben. Das heißt, im Prinzip, wenn das anders verteilt wäre, wären die dritte Weltländer, deren Netto-Gläubiger keine Schulden hat, der Industrienationen. Das heißt, das dritte Weltproblem ist nicht zuletzt eben auch ein Steuergerechtigkeitsproblem. Glücklicherweise hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass eine globale Wirtschaft nicht auf der Basis der Bedürfnisse einiger Superreicher funktionieren kann. Mehr und mehr Politiker scheinen im Zusammenhang auch zu begreifen, dass Sparen keineswegs das Beste, sondern eben das schlechteste Rezept ist, um eine angeschlagene Volkswirtschaft zu retten, da eben diese Volkswirtschaft durch rigide Sparmaßnahmen noch tiefer in die Krise gerissen wird. Die Lösung des Problems liegt eben nicht darin, dass verschuldete Staaten ihre Sozialbildungs- und Kulturausgaben einschränken, sondern eröffnet sich eben dadurch, dass sie endlich damit beginnen,
jene zur Kasse zu bitten, deren Privatvermögen im Zuge der Verschuldung der öffentlichen Haushalte ins Unermessliche gewachsen sind. Das sind nämlich zwei Aspekte ein und derselben Medaille. Aus purer Not heraus gibt es jetzt auch Veränderungen auf diesem Gebiet. Aus purer Not heraus haben die Staaten begonnen, die großen internationalen Steueroasen trocken zu legen. Und was lange Zeit auch als Ausdruck linker Spinnerei galt, etwa die Erhebung einer Finanztransaktionssteuer, findet man jetzt auch in den Programmen konservativer Parteien. Was auch ermutigend ist, ist, dass das Gebaren einiger transnationaler Unternehmen, die ihre Marktstellung immer dazu ausgenutzt haben, um die Preise zu diktieren, um Lohnkosten zu drücken und Arbeitsschutz- und Umweltschutzauflagen zu umgehen, dass dieses Gebaren zunehmend auf globalen Widerstand der globalen Zivilgesellschaft stößt. Und das hat mittlerweile interessanterweise selbst in den Gremien der WTO, des IWF und der Weltbank zu einem Umdenken geführt. Noch nicht besonders gravierend, aber es ist deutlich sichtbar, dass sich da was tut. Zum zweiten Punkt. Keine soziale Bewegung oder wohl keine konnte in den letzten Jahrzehnten so viel Positives bewirken wie die globale Umweltbewegung, aber leider haben sich eben auch Irrationalismen eingeschlichen bei vielen Anhängern. Die richtige und wichtige Erkenntnis, dass es auf einem begrenzten Planeten Grenzen des Wachstums gibt, wenn man Wachstum auf eine bestimmte Art und Weise definiert, hat eben zu der Auffassung geführt, dass wir künftig auf Wachstum, globales Wirtschaftswachstum verzichten könnten oder sollten. Und auch die richtige und wichtige Kritik an umweltzerstörenden Technologien hat eben eine Technologiefeindlichkeit bei vielen hervorgerufen, die technische Innovation häufig von vornherein ablehnen, ohne die für und wider rational ineinander abzubringen. Aus der Perspektive westlicher Wohlstandsbürger kann man eben leicht von einem Nullwachstum sprechen, weit mit dem Blick jedoch auf die globale Ebene sieht es deutlich anders aus. Also selbst wenn alle alternativen Finanzprogramme greifen würden und die Ärmsten der Armen aus ihrer Notlage befreit würden, zumindest aus der monetären Notlage, so müssten wir doch auch nach der allergünstigsten Prognose zur Weltbevölkerungsentwicklung Jahr für Jahr mehr Nahrungsmittel, mehr Kleidung, mehr Schule, mehr sanitäre Einrichtungen und so weiter und so fort schaffen. Wir brauchen also ein weiteres Wirtschaftswachstum und nicht nur virtuell, sondern real. Es muss mehr produziert werden. Global gesehen brauchen wir also mehr, nicht weniger Wachstum. Es langt mehr und nicht weniger technische Innovation. Allerdings sollte diese zukünftige Technologie ein gutes Stück intelligenter konzipiert sein als die, die wir heute einsetzen. Und in welche Richtung das gehen könnte, zeige ich im Buch vor allen Dingen anhand des sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzips auf, für das ein Hamburger mitverantwortlich ist, der hier vorne sitzt, Michael Braungart. Kann jedem nur empfehlen, also nicht nur mein Buch zu lesen, sondern eben auch das neue Buch von Michael Braungart über intelligente Verschwendung. Damit zum dritten Punkt, auch das nur ganz kurz. Bedauerlicherweise denken noch immer viel zu viele Menschen rund um den Globus in den limitierten Kategorien ihrer Nation, ihres Volkes, ihres Clans, ihrer Religion. Folgen dieser Scheuklappenblindheit sind nicht nur kriegerische Konflikte, sondern auch wirtschaftliche Irrationalismen. Um eine rationale Weltinnenpolitik zu ermöglichen, ist es entscheidend, dass wir die sogenannte Identitätsfalle überwinden, also die absurde Normierung der Individuen auf vermeintlich stabile Gruppenidentitäten, also der Deutsche, der Türke, der Christ, der Muslim, der Atheist. Wenn wir einen Kampf der Kulturen vermeiden wollen, müssen wir solche Identitätsabgrenzungen überwinden und uns stattdessen vergegenwärtigen, dass wir alle längst schon kulturelle Mischlinge sind, die enorm davon profitieren, dass wir Elemente anderer Kulturen in unsere eigene Identität aufgenommen haben. Fortschritte in der menschlichen Geschichte gab es immer dadurch, wenn unterschiedliche kulturelle Strömungen aufeinander getroffen sind und dadurch eben Neues entstehen konnte. Und genau das meint der Begriff Transkulturalität, der gewissermaßen ein Gegenbegriff ist, ein Begriff der Multikultur. Beim multikulturellen Denken ist dahinter die Vorstellung, dass diese Kulturen letztlich erhalten bleiben, so wie sie sind, und einfach nur friedlich koexistieren. Transkulturell ist ein bisschen anspruchsvoller. Das Konzept meint eben, dass wir doch voneinander lernen könnten und lernen sollten. Diese transkulturelle Perspektive hat in den letzten Jahrzehnten oder vor allen Dingen auch in den letzten 5-6 Jahren durch die zunehmende Verbreitung der elektronischen Massenmedien großen
Aufwind erfahren. Auch wenn die meisten Menschen das Wort transkulturell nie gehört haben, verhalten sie sich doch ganz im Sinne dieses Denkansatzes, indem sie die vorgegebenen Normierungen überwinden, auch in Ländern wie dem Iran, in denen das ja hoch verpönt ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, im Moment gibt es im Iran so eine wunderbare Bewegung von Frauen, die ihre Schleier wegreißen als ein Zeichen der Emanzipation. Den Wächtern der Monokultur fällt es im Zeitalter des Internets immer schwerer, die kulturellen Schotten geschlossen zu halten. Trotz der verzweifelten Versuche dieser Kulturwächter, die Entwicklung aufzuhalten, wächst die Menschheit Jahr für Jahr stärker zusammen. Und das hat eben zur Folge, dass mehr und mehr Menschen ihre Scheuklappen abwerfen und sich des reichen kulturellen Erbes erfreuen, das wie die Jahrtausende hinweg rund um den Globus geschaffen worden ist. Nicht nur von Europäern, sondern eben von Menschen aller Kontinente. Wir sind daher, wie ich meine, auf einem guten Weg, die zentralen Probleme in den Griff zu bekommen. Aber das wird seltsamerweise oft nicht so gesehen. Das hat was damit zu tun, dass wir Menschen als biologische Lebewesen negative Erfahrungen stärker speichern als andere. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir die Welt meist nur aus einer sehr limitierten Zeitperspektive wahrnehmen, was dazu führt, dass wir vieles für selbstverständlich halten, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. So vergessen wir leicht, wo die Menschheit noch Anfang des 20. Jahrhunderts stand. Das ist ein ehemaliger Staatschef. Die Menschheit um das Jahr 1900 herum wusste wissenschaftlich noch sehr wenig. Sie wusste nichts vom Urknall von fremden Galaxien. Sie glaubte wirklich, es gibt nur eine Galaxie, die Milchstraße. Sie wusste natürlich nichts von schwarzen Löchern, von den Vorgängen im Atom und in der Sonne. Sie ahnte noch nichts von der Bedeutung der DNA, von den neuronalen Grundlagen des Bewusstseins. Und natürlich wusste sie auch nichts von den Möglichkeiten des Computers, des Fernsehers und des Internets. Die medizinischen Kenntnisse damals waren noch so begrenzt, dass schon kleinste Schnittverletzungen beim Rasieren den Tod bedeuten konnten, weil es eben keine Antibiotika gab. Auch in ethisch-politischer Hinsicht war die Menschheit noch in einem völlig anderen Zeitalter. Es gab kaum Demokratien und die wenigen demokratischen Länder, die es gab, die gewährten den Frauen selbstverständlich kein Wahlrecht. Minderheiten wurden 1900 rigoros verfolgt, Lesben und Schwule diskriminiert, Kinder wurden gezüchtigt. Solch Enthusiasmus begrüßt, als handele es sich um ein internationales Sportereignis. Es ist kaum zu leugnen, dass sich in den letzten 100, 150 Jahren auf dem Feld der kulturellen Evolution unglaublich viel getan hat. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird, aber es gibt eben doch starke Anzeichen dafür, dass sich der positive zivilisatorische Entwicklungstrend der letzten Jahre weiter fortsetzen könnte. Er muss das nicht. Es gibt, darauf gehe ich im Buch auch ein, natürlich auch viele Gefahren, mit denen wir konfrontiert sind, aber es gibt eben sehr viele Anzeichen dafür, dass es positiv weitergehen wird. Ich prognostiziere sogar, und das ist jetzt die steilste These in dem Buch, dass die Bedrohung Mensch, die aus der Perspektive der Ökosphäre, also wenn die Ökosphäre eine Perspektive hätte, das hat sie natürlich nicht, aber dass sich diese Bedrohung Mensch zunehmend in eine Hoffnung Mensch verwandeln wird. Nicht nur, weil wir die Schäden beheben werden, die wir selbst verursacht haben, sondern weil wir die Einzigen sind, die das Potenzial haben, die Artenvielfalt der Erde gegen äußere Bedrohungen zu schützen. Denn der nächste Meteoriteneinschlag kommt bestimmt und seine Konsequenzen könnten weit verheerender sein als der Einschlag vor 66 Millionen Jahren, der die Hälfte aller Tierarten, unter anderem auch die Dinosaurier, auslöscht. Meteoriteneinschläge dieser globalen Dimension treten schätzungsweise alle 100 Millionen Jahre auf. Mit kleineren, immer noch unsagbar tödlichen Einschlägen muss man alle 10 Millionen Jahre rechnen. Und insofern haben wir bisher riesiges Glück gehabt. Aber noch besitzen wir nicht die Technologie, um solche Einschläge zu verhindern, aber das könnte sich bald ändern. Entsprechende Forschungsinitiativen sind ja bekanntlich schon gestartet worden. Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass es angesichts der dramatischen Bilder von gerodeten Tropenwäldern und schmelzenden Eisbergen, die um die Welt gehen, merkwürdig, ja geradezu verrückt erscheinen mag, wenn ich den Menschen hier nicht als Zerstörer, sondern als Retter der Artenvielfalt präsentiere. Aber ich denke, dass es plausible Argumente dafür gibt, diese Sichtweise nicht nur einzunehmen, sondern sogar noch zuzuspitzen. Betrachtet man nämlich die
Evolution aus einer kosmologischen Perspektive, wie ich es im Buch getan habe, so lässt sich die Menschheit durchaus als eine Art Immunabwehr beschreiben, die vom Organismus Erde ausgebildet wurde, um sich gegen tödliche Bedrohungen beispielsweise aus dem All zu schützen. Das ist natürlich im höchsten Maße erklärungsbedürftig. Ich meine natürlich nicht, dass es sich dabei um einen bewussten, einen zielgerichteten Prozess gehandelt hat. Also die Erde hat sich nicht gedacht, ich brauche mein Immunsystem. Aber so war das natürlich auch bei den Säugetieren oder bei den anderen Tieren nicht. Das Immunsystem der Tiere entstand nicht deshalb, weil die Natur irgendwelche Zwecke verfolgte. Ja, weil sie sich gedacht hat, den Geparden schenke ich mein gutes Immunsystem. Nein, es resultiert, ist das Ergebnis zukunftsblinder Selektionsmechanismen, wie alles in der Natur. Tiere, die sich gegen Krankheiten schützen konnten, pflanzten sich fort, andere starben aus. Analog dazu meine ich, dass ein ähnlicher Selektionsprozess, ein ähnlicher, nicht identischer, aber ein ähnlicher Selektionsprozess auch auf kosmischer Ebene stattfindet. Nur solche Planeten können auf längere Sicht höhere Lebensformen beheimaten, die Spezies mit der Fähigkeit hervorbringen, Meteoriteneinschläge oder ähnlich katastrophale Ereignisse abzuwehren. Bei allen anderen Planeten wird der evolutionäre Prozess notwendigerweise immer wieder von Neuem beginnen müssen. So gesehen haben die höheren Tiere auf der Erde Glück gehabt, in Anführungszeichen, dass mit der Spezies Mensch eine Spezies auf ihrem Planeten entstanden ist, die zumindest das Potenzial hat, die Ökosphäre über einen längeren Zeitraum hinweg stabil zu halten, auch wenn wir momentan bekanntlich das Gegenteil davon beobachten können. In der Langzeitperspektive ist die Menschheit, beziehungsweise das, was mal aus ihr hervorgehen wird, ohnehin die einzige Hoffnung darauf, dass das irdische Leben der totalen Vernichtung innerhalb der nächsten kosmischen Sekunden entgehen wird. Denn schon in 500 Millionen Jahren, das klingt nach viel, entspricht aber nur knapp 11% der bisherigen Erdgeschichte, werden höhere Lebensformen auf unserem Heimatplaneten aufgrund der zunehmenden Strahlkraft der Sonne nicht mehr existieren können. In etwa 2 Milliarden Jahren wird sich die Erde in einen reinen Wüstenplaneten verwandelt haben. Darauf will ich hinaus. Unterstellt man also, wie es Milliarden von Menschen tun, dass die Erde mitsamt ihren Lebensformen von einem Gott erschaffen wurde, so müsste man folgern, dass dieser Gott an der Bewahrung seiner Schöpfung kein sonderliches Interesse hat. Ansonsten hätte er die Parameter des Kernfusionsreaktors Sonne sicherlich etwas lebensfreundlicher eingestellt. Das ist so ein Begriff, den man ja häufig hört, die Bewahrung der Schöpfung, sind gleich zwei Fehler drin. Erstens gibt es kein Argument, das die Vorstellung einer Schöpfung unterstreichen könnte. Und zweitens, selbst wenn wir mal spaßeshalber annehmen würden, es gäbe eine Schöpfung, dann müssen wir feststellen, dass dieser Schöpfer offensichtlich überhaupt kein Interesse an der Bewahrung hat. Und deswegen komme ich eben zu einer Umkehrung dessen, was wir normalerweise als Ökologie hören. Wir sind nicht Teil eines gut gemachten Schöpfung, die ohne den zerstörerischen Zugriff des Menschen heil wäre, sondern eines hochsensiblen, verletzlichen Ökosystems, das ohne Einsatz menschlicher Technologie von vornherein dem Untergang geweiht ist. Und das ist etwas, was man selten hört, aber was meines Erachtens zwingend ist. Nicht der technologische Fortschritt ist also das Problem, sondern die Tatsache, dass wir in ethisch-politischer Hinsicht diesem Fortschritt noch immer hinterherhinken. Genau an diesem Punkt hat auch John Huxley mit seinem evolutionären Humanismus eingesetzt, damals noch vor dem Eindruck der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs. In den letzten beiden Abschnitten von Hoffnung Mensch zeige ich auf, warum ich meine, dass man mit diesem Rahmenkonzept heute sehr gut arbeiten kann, sowohl auf politischer Ebene, als auch gewissermaßen auf existenzieller Ebene, um Antworten zu finden auf die Grundprobleme des Menschseins, auf die Erfahrung des Absurden, die Widrigkeiten des Lebens und die Ungerechtigkeit der Welt. Kann ich hier nicht weiter ausführen, auch nicht, was eigentlich auch ein spannendes Thema wäre, auch für einen eigenen Vortrag geeignet. Ich bin nämlich beispielsweise überzeugt, dass der evolutionäre Humanismus den Sinn und Geschmack fürs Unendliche, also das, was Friedrich Schleiermacher mal unter Religion verstand, dass der evolutionäre Humanismus diesen Sinn und Geschmack fürs Unendliche sehr viel besser befriedigen und fördern kann, als das die klassischen Religionen können. Aber darauf kann ich eben auch nicht eingehen, vielleicht reden wir darüber in Diskussionen. Ich möchte meine Lesung jetzt abschließen
mit einem Auszug aus den allerletzten Passagen von Hoffnung Mensch. Da ich denke, dass diese letzten Passagen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen pathetisch wirken mögen, die grundlegende Botschaft des Buchs recht gut zusammenfassen. Also, aus dem letzten Teil. Aus evolutionär-humanistischer Sicht ist kein einziges Leben sinnlos, das auch nur ansatzweise dazu beiträgt, die Freude auf dem Erdball zu mehren und das Leid zu mindern. Ganz bewusst bin ich in den vorangegangenen Kapiteln auf die Schicksale einiger Personen eingegangen, die in ihrer Zeit als gescheiterte Existenzen galten. Etwa Olympe de Gouges, in Frankreich geköpft, Giordano Bruno, in Italien verbrannt, Ignaz Semmelweis, in Österreich totgeprügelt und Thomas Paine, in den USA so geächtet, dass er nicht einmal auf einem öffentlichen Friedhof begraben werden konnte. Doch war ihr Leben vergeblich? Weit gefehlt. Olympe de Gouges starb zwar unter der Guillotine, aber ihre Ideen lebten fort und trugen dazu bei, dass die Forderung nach der Gleichberechtigung der Geschlechter mehr und mehr verwirklicht wurde. Brunos Werke sollten mit dem Autor vernichtet werden, aber sie waren über Jahrhunderte hinweg eine Inspirationsquelle für unzählige Philosophen und Wissenschaftler, die die Ideen dieses Ketzers begierig aufgriffen. Ignaz Semmelweis kam zwar in einer Nervenheilanstalt unter fürchterlichen Umständen zu Tode, aber er rettete mit seinen absurden Hygienevorstellungen unzähligen Frauen das Leben, die ansonsten am Kindbettfieber gestorben wären. Thomas Paine wurde zwar am Ende seines Lebens in weiten Teilen der Welt verachtet, aber gerade seine Überlegungen zu den universellen Menschenrechten, zur bürgerlichen Freiheit und sozialen Gerechtigkeit haben die kulturelle Evolution der Menschheit entscheidend geprägt. In einer eingeschränkten Perspektive kann das Leben des Einzelnen also durchaus einen über den Tod hinausweisenden Sinn haben, nämlich insofern sich seine Handlungen positiv auf das Leben nachkommender Generationen auswirken. Eben dies war die Motivation vieler Männer und Frauen, die wegen ihrer fortschrittlichen Ideen zu Lebzeiten verkannt, verlacht, verbannt, verfolgt wurden. Sie schöpften ihre Kraft nicht zuletzt aus dem Glauben, dass sich die Menschheit weiterentwickeln werde und sich ihr Einsatz somit am Ende doch noch gelohnt haben könnte. Wie wir im Rückblick feststellen können, war dieser Glaube keine eitle Illusion, sondern eine Hoffnung, die sich in vielen Fällen bewahrheitet hat. Auch wir Heutigen werden ohne einen solchen Glauben an die Menschheit nicht auskommen, wenn wir die Probleme meistern wollen, mit denen wir konfrontiert sind. Eines der ersten philosophischen Bücher, die mir in meiner Jugend in die Hände fielen, war Erich Fromms Jenseits der Illusion. Als ich diese Schrift das erste Mal las, begeisterte mich die darin enthaltene Ideologiekritik. Doch das humanistische Glaubensbekenntnis, mit dem Fromm sein Buch beendete, schreckte mich ab. Heute sehe ich das anders. Ich bewundere Fromms Mut, sich wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, dem er als deutscher Jude nur knapp entkommen war, so offensiv zum Glauben an die Menschheit zu bekennen. Viel leichter wäre es gewesen, wenn er es bei der Kritik belassen hätte. Denn wer es wagt, darzulegen, woran er im positiven Sinne glaubt, der steht nackt da und ist Angriffen sehr viel ungeschützter ausgeliefert. Heute begreife ich auch, dass Fromm seinen Glauben an die Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen nicht formulierte, um die alten theistischen Religionen durch eine neue humanistische Religion zu ersetzen. Es ging ihm vielmehr um eine Konversion des Religiösen, um einen kulturellen Transformationsprozess, der die humanen, lebensbejahenden Impulse aufgreift und die inhumanen, lebensfeindlichen Elemente abbaut, die sich im Verlauf der kulturellen Evolution in religiösen wie nicht religiösen Traditionen ausgebildet haben. Mir scheint, dass wir eine solche Konversion zur Menschlichkeit heute dringender benötigen als je zuvor. Es ist höchste Zeit, die kulturellen Schatzkammern zu öffnen und mit neuem Geist zu füllen.
Nicht zuletzt aus diesem Grund habe ich am Ende des Manifests des evolutionären Humanismus den 10 Geboten 10 Angebote gegenübergestellt und jenseits von Gut und Böse mit einer alternativen Paradiesgeschichte abgeschlossen. Da die beiden Bücher mit dem vorliegenden eng verknüpft sind, möchte ich auch dieses Buch mit der säkularisierten Fassung eines religiösen Textes beenden, und zwar mit einem alternativen Glaubensbekenntnis. Mein persönliches Credo, das selbstverständlich nicht den Anspruch hat, für irgendjemanden verbindlich zu sein, ist deutlich kürzer gehalten als das Glaubensbekenntnis, das Erich Fromm vor mehr als 50 Jahren vorlegte. Es zielt aber summa summarum in die gleiche Richtung. Ich glaube an den Menschen, den Schöpfer der Kunst und Entdecker unbekannter Welten. Ich glaube an die Evolution des Wissens und des Mitgefühls, der Weisheit und des Humors. Ich glaube an den Sieg der Wahrheit über die Lüge, der Erkenntnis über die Unwissenheit, der Fantasie über die Engstirnigkeit und des Mitleids über die Gewalt. Ich verschließe nicht die Augen vor den Schrecken der Vergangenheit, dem Elend der Gegenwart, den Herausforderungen der Zukunft, aber ich glaube, dass wir bessere Wege finden werden, um das Leid zu vermindern, die Freude zu vermehren und das Leben zu bewahren. Ich glaube an den Menschen, der die Hoffnung der Erde ist. Nicht in aller Ewigkeit, doch für Jahrmillionen. Amen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.